Vor ungefähr 11 Wochen sind wir gemeinsam losgezogen, um eines unserer größten Abenteuer zu bestreiten. Begonnen hat alles in unserer Heimat, Hirschfelden. Benjo hat mit einer schönen Diamant-Kanada-Gans die Reise eingeläutet. Und auch wenn ich anfangs noch skeptisch war, habt ihr gezeigt, dass wir gemeinsam als Community alles schaffen können. Histers hat uns nur einen Tag später mit einem Diamantwiesent von Hirschfelden befreit. Für die nächste Etappe mussten wir erstmal ordentlich Kilometer hinter uns bringen. Mit Bus und Flugzeug ging's Richtung eisige Taiga. Ein Jagdgebiet, das ich persönlich am meisten gefürchtet hatte. Doch auch hier waren wir wieder erfolgreich. Die Wochen vergingen und ein Jagdgebiet nach dem anderen wurde von uns bezwungen. An der Stelle wollte ich mich bei euch allen noch vor dem Ende der Dia-Reise mega bedanken. Ich bin super geflasht, wie ihr alle mitgegangen seid und ich hätte niemals gedacht, dass wir die einzelnen Maps so schnell clearen. Ich hätte auch niemals gedacht, dass wir am Ende über 300 Diamantenjäger sind. Deswegen danke euch, dass ihr das alles möglich gemacht habt. Mega danke auch an die Mods für die Riesenunterstützung. Aber jetzt heißt es erstmal zum vorerst letzten Mal Koffer packen, nachladen und gemeinsam nach Yukon Valley. Hey, Jagdfreunde, Mann. Letzte Etappe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Herz ist ein bisschen schwer, ey. Ein bisschen schwer. Junge, richtig viele Leute mit dabei. Ich fange einfach oben an. Cat, Lena, Jos, Silas, Ziegenbot, Benjo, der Gänsekiller, Johanna, Matt, Naduri, grüß dich, Alex, Mahat. Von der goldenen Möwe. Mahat, lass dir schmecken. Ich hab auch. Heute bin ich vorbereitet, ey. Heute bin ich vorbereitet. Der Anni ist noch gar nicht da. Da steht schon das erste Tier in Diamanten. What? Bavaria, grüß dich. Silas, Dark Cypher, Niklas, Jonas, JR, G the Hunter, moin. Erik, grüß dich. Jagdfieber ist mit dabei. Alex, Christoph, CS, Meister 69. Grüß dich. Mini, Matthias, Gamingfuchs, Hoddle. Was geht, ey? Ja, was geht? Puh, letzte Etappe. Moonfighter, Noah, Cedric, Erik, Werner. Grüß dich. Kuchen ist am Start, ey. Kuchen ist sowas von am Start. Nimeda, hey Andi, ich esse gleich noch die letzten Waffeln. Du bist selber schuld, Nimeda. Heute habe ich einen wunderbaren Erdbeerkuchen und, weil ich so gierig war, noch einen Apfelstrudel. Ich wusste, dass von euch sowas kommen wird. Kili der Echte, grüß dich, moin moin. Ey, die Dia-Reise hat echt mega Spaß gemacht, aber wenn die neue Map draußen ist, kann man sie verlängern. Ja, wir müssen mal gucken, wir müssen mal gucken. Aber ich sag's euch, für mich war es eine extrem geile Zeit, die Dia-Reise. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich habe mich jedes Wochenende auf den Start in die neue Map gefreut, ey. Es war einfach nur gut. Nils, grüß dich. Danke dir. Bugfish, moin moin. Clean Ericsson, grüß dich. Salatbesteck, moin Hasi und Chat. Viel Erfolg allen. Bin leider gleich schon wieder weg. Besteck, viel Spaß beim Grillen. TK5, sei gegrüßt, Andi. Grüß dich, TK5. Zwei Dias schon, Alter. Ja, es war fast zu erwarten, dass es sehr schnell gehen wird, nachdem wir jetzt alle wussten, dass Yukon Valley die letzte Map sein wird.
Ich muss gleich mal ins Discord schauen. Sebastian, grüß dich. Ich kaufe schon mal ordentlich Muni, weil mit den Karibus habe ich eine Rechnung offen. Bis Andi sich fertig bedankt hat, liegt Yukon. Zweiter Dialekt. Holy moly. Jetzt warte mal. Ich schau mal, ich sortiere mich hier mal schnell um und schau mal ins Discord. Nick der Hunter und Philosoph. Ihr Verrückten. Also Nick der Hunter hat den Grizzly schon weggeklatscht. Grizzly Bear. Wie sieht das richtig? 634 Kilo. 67er Trophäenwertung. Nick, Glückwunsch. Da ist noch irgendeiner reingerutscht von Betsy. Sieht nach einem Bison aus. Da fehlt aber... Ah, okay. Es ist alles ein bisschen verschoben. Philosoph. Auch mit dem Bison. Ey, ihr Verrückten. Kit, grüß dich. So, dann mal die ersten... genau, habe ich schon gelesen. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die Übersicht verloren. Aber ihr seid echt der Wahnsinn. Okay, ich sortiere mich mal um und springe jetzt einfach schnell ins Spiel. Sonst bleibt nichts mehr übrig. So. Ich switche mal um. Müsst ihr das eigentlich gleich sehen? So, jetzt müsstet ihr ein Bild haben. Andi, du gibst doch den Startschuss. Also gelten die überhaupt? Ja, die gelten. Die gelten. Ich meine, wenn jetzt jemand irgendwie heute früh oder so, dann könnte man drüber streiten. Aber jetzt mit Anfang des Streams ist in Ordnung, würde ich sagen. Dritter Dialekt, Junge. Tom, grüß dich. Ich sage, ich bin heute so vorbereitet. Ich habe mir heute sogar einen doppelten Kaffee gemacht. Irgendwo habe ich den Frank. Frank, grüß dich. Irgendwo habe ich den Frank vorhin noch im Chat gesehen. Einer der beiden Kuchenstücke geht auf dich, ey. Wie geht's euch? Wie war euer Wochenende bis jetzt? Ich würde sagen, 17.08 Uhr. Wir gehen direkt mal los. Was ist denn jetzt noch? Was ist denn noch nicht weg? Ich glaube, wir fangen einfach direkt mit dem Elch an. Elch haben eine ganz gute Trinkzeit, 9 bis 13.30. Müsste passen. Moin, na guten Abend, da ist er, der Frank. Grüß dich. Ente liegt. Holy shit. Die Meta meint, ist dir noch eine Idee gekommen wegen dem Clou? Boah, es waren echt wieder ein paar. Es waren ein paar gute Kommentare jetzt auch wieder beim letzten Video mit dabei. Karibu. Ich würde sagen, zu den Elchen werde ich mal hier hingehen und die sehen abklopfen. Ohne Mapf kein Kampf. Kann man so sagen. Muss ehrlich sagen, war bisher beschissen, aber jetzt ja der Stream. Oh, Moonfighter, tut mir leid. Ich hoffe, bei dir ist alles einigermaßen fit. Haben einen richtig... Hoddle ist mit am Start. Hoddle, willkommen. Hoddle war, glaube ich, schon mal da. Vielleicht war das auch der Stream-Alert, der Twitch-Alert. Ich weiß es nicht. Hoddle auf jeden Fall. Vielen Dank dir für Abo oder Follow. Haben einen richtig kapitalen Rehbock in Real Life geschossen. Wenn du willst, kann ich dir ein Bild auf Discord schicken. Call for White wäre das sicher ein Deer gewesen. Hört sich spannend an. Stulle ist mit dabei. Stulle hat mittlerweile mit Sicherheit auch schon gegessen. Grüß dich, Stulle. Was wollte ich eigentlich? Wo waren wir gerade? Vielleicht machen wir erstmal die Waffen. Ich habe heute dabei 7mm. Ich habe heute dabei Vorderlader. Ich dachte mir, Yukon Valley bietet sich irgendwie immer so an für ein bisschen Oldschool-Jagen. Da musste der Vorderlader mit. Dann habe ich noch die Ranger dabei für den Fuchs und habe auch noch die Virant, wobei ich gerade schon gehört habe, dass die Ente scheinbar schon liegt. Vielleicht braucht man dann gar nicht. Fabian, grüß dich. Uff, schon 3 Tiere weg. Verrückt. Aber wie gesagt, man konnte fast damit rechnen, nachdem jetzt klar war, welche Map es sein wird. Ist in Ordnung. Na du, die hau rein. Ciao, ciao.
Hab auch den Vorderlader. Was Kess? Oh, was Kess, Sanji? Wie Rand und Bogen. Ah, Bogen habe ich nicht dabei. Aber Vorderlader. Vorderlader, Buddies. Hab mir den King Fusion extra für den Stream aufbewahrt. Dann lass es dir. King Fusion, ey. Habe ich noch nie gehört. Aber lass dir schmecken. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Wo waren wir? Wir waren bei den Clues oder bei dem Clue. Es waren echt nochmal ein paar richtig gute Ideen dabei. Aber es gibt nichts Neues. Ich spitzel auch immer im offiziellen Discord von EW. Aber auch da zerbrechen sich die Leute den Kopf, aber finden nichts raus. Ich habe ein bisschen Bammel, dass es am Ende heißt, na, es war gar kein Clou. Es war irgendwie nur eine Finte oder so. Dann drehe ich durch. Aber die 2000 Weißwickel geschafft. Immer noch kein Great One dabei. Dranbleiben, Yisuka. Einfach dranbleiben. Robo, grüß dich, wenn es auf Yukon schneit. Einfach nur schön. Sehe ich auch so. Buschmann und Lukas. Grüß euch beiden. So. Hier unten gibt es auf jeden Fall Rehe. Bin ich bei Rehe. Hier unten gibt es auf jeden Fall Elche. Mir ist gerade aufgefallen, ich dachte, irgendwas passt nicht. Der Ton hat gefehlt. So, wir schleichen uns mal an. Da schreit schon der Erste. Nur ein Weibchen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin am Ende ein bisschen nervös geworden. Dadurch, dass es diese Bugs gab und wir die Dia-Reise pausiert haben, dachte ich, ey, wenn wir jetzt die letzte Etappe nicht mehr schaffen, weil das Baby früher kommt oder so, dann wäre es echt hart gewesen. Aber so, alles gut. Wird die Dia-Reise, wenn die neue Map kommt, fortgesetzt? Also ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich erstmal nicht. Vielleicht erweitern wir die irgendwann mal, aber das Ding ist, dass ich jetzt halt zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen kann, wie viel Zeit ich haben werde. Die ganze Geschichte mit neue Map, die vielleicht im Juni kommen soll, das ist halt genau der Zeitraum, wo die Kleine kommt und so leid mir das dann tut, weiß ich nicht, wie viel Content ich auch mit einer neuen Map machen kann. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie reingequetscht bekommen, dass ich mal einen Stream oder ein Video mache, falls es wirklich eine neue Map sein sollte, aber ich kann es euch nicht versprechen. Und die Dia-Reise war jetzt schon immer auch von den Vorbereitungen und so schon ein bisschen aufwendig. Und deswegen wird es erstmal nicht der Fall sein. Ja, und ich habe gestern meinen ersten Dia-Puma geschossen. Habe ich schon was verpasst? Glückwunsch, Konstantin. Nein, hast noch nichts verpasst. Rotfuchs, Grauwolf, Karibu und Elch fehlen noch. Naja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Du wirst nachts ganz viel Zeit haben. Ich fürchte auch, ey. Late-Night-Streams gibt's dann. Familie geht vor. So ist es. Da kommen jetzt die ersten Elche. Oh, ein Zweier. Arbeiten musst du ja nicht. Ja, also, das ist tatsächlich so. Ich meine, ich habe natürlich jetzt den ersten Monat Elternzeit. Und theoretisch, ich will jetzt nichts Falsches versprechen, aber theoretisch könnte es natürlich sein, wenn die sehr ruhig ist und sehr viel schläft, dass ich dann in der Elternzeit vielleicht sogar ein bisschen Zeit habe, aber ich will mich dann natürlich auch richtig gut um Sarah kümmern. Deswegen, ich kann euch nichts versprechen, aber wenn was geht, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Wenn eine neue Map kommt, machst du dann eine Entdeckungsphase, also eine Staffel. Ich würde echt gerne, aber wie gesagt, das muss ich alles abhängig davon machen, wie jetzt die nächste Zeit so läuft. Habt ihr eigentlich den Ton links und rechts gleichermaßen drauf? Achso, machst die Teilung einen Monat und ein Jahr später noch einen Monat. Genauso mache ich es, genauso. Ich habe auch noch einen Haufen Urlaub und einen Haufen Überstunden übrig. Das heißt, ich werde vielleicht auch zwischendrin immer mal wieder
immer mal wieder so eine Woche oder zwei vielleicht Urlaub nehmen, aber ich dachte mir so den ersten Monat, ich glaube, so machen es auch wirklich viele, den ersten Monat zur Unterstützung, zusammen sich irgendwie damit zurechtfinden, gemeinsam reinkommen, Sachen lernen und so. Ich glaube, das ist ganz cool. Und am Schluss halt nochmal, weil da das Baby wahrscheinlich einfach schon am meisten, weil man damit dem Baby am meisten machen kann, hätte ich jetzt mal so gesagt. Kind ist noch nicht da, ne. Verstehen wir alle, verbringen viel schöne Zeit mit deinem Kind, das ist wichtiger. Danke dir, Backfisch. Eli, moin. Was machst du heute? Heute ist Yukon Valley dran. Wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir da hinten, da ist noch ein größerer Dreier. Der wäre doch schön für den Vorderlader. Da springen wir mal auf den Jägerstand. Das ist der kleine. 200 Meter müsste mit dem Vorderlader noch gut machbar sein. Ist die Frage, wie ich ihn schieße. Ich glaube, ich versuche ihn hier so zwischen. Tja. Hat wohl nicht ganz gereicht. Sind die Bisons unterwegs? Mal gucken, wo der hinrennt. Wenn er hier so am Fluss entlang, am Ufer entlang rennt, vielleicht geht da nochmal ein Schuss. Aber die Elche sind so verdammt schnell, finde ich. Gib ihm Nackenklatscher, wäre besser gewesen, ja. Wäre echt besser gewesen. Jagddruck haben wir auch noch keinen. Ich dachte eigentlich, wenn ich dem so dazwischen reingehe, dann geht er auf jeden Fall bis in die Lunge vor. Aber das war wohl nichts. Das Ding ist halt auch jetzt mit dieser Renderdistanz. Selbst wenn er jetzt fällt, dann ist er wahrscheinlich schon lang über alle Berge. Was rennt hier eigentlich um mich rum? Oh, holy moly. Der ist groß. Der ist groß und der ist mir wesentlich lieber. Und der, also der hintere ist jetzt auch gefallen. Boah, ich wollte gerade sagen, der rennt hier noch quiekfidel rum. Ist gefallen, sehr schön. Ist auch nicht aus der Renndistanz. Der sah nicht schlecht aus, ey. Der hintere ist auch gefallen, müssen wir mal gucken, ob wir den noch finden. Ich wünsche dir und Sarah eine ganz tolle gemeinsame Zeit mit eurer Kleinen. Genießt den Moment. Stulle, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Ich sage euch ehrlich, ich werde langsam hardcore nervös. Aber ich freue mich extrem. Kann dir sein? Echt jetzt? Hört mir auf. War doch ein Vierer, oder? Verscheißert ihr mich gerade? Mach lieber Foto. Also der war auch echt groß, aber der sah echt schlecht, nicht schlecht aus. Hab auch ein Vierer echt aus dem Map. War das auch ein Vierer? 270 ist dir und wie viel hatte der? Ich habe gar nicht drauf geachtet jetzt. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Moment. Also ich hätte jetzt gesagt, auch wenn er groß ist, ist ein guter Gold. Lukas meinte auch seine waren Vierer. Dir? Meint ihr echt? Jetzt mal ehrlich, wer hatte wirklich schon bei einem 5er-Klasse-Tier in Stufe 4 einen Dir? Guck mal, wie Simba sich hier. Oh, da muss ich schnell ein Foto machen. Simba hat zwei Riesenschaufeln. Also wenn ihr das so meint, ich vertraue euch da. Ich vertraue euch da voll und ganz. Ihr wisst, was jetzt kommt. Der hat auf jeden Fall zwei Kinderbetten, denkst du? Wir schauen ihn uns jetzt an. Erster Abschuss. Dir, Alter, ich sage euch, das wäre natürlich hier vom Allerfeinsten.
Ich habe, es wäre mir fast unangenehm, wenn das jetzt dir ist, weil es sieht so aus, als ob ich mir den hierher gezockt habe, aber ich habe das letzte Mal mit euch zusammen im Stream gespielt und die Aufnahmen für den Trailer gerade gemacht, ansonsten nichts. Ich glaube nicht, dass es dir ist. Safe dir? Ich schau nach. Lul! Das Lied bringt uns kein Glück mehr, ey. 272,4! Junge, der war echt groß. Oh shit, der war knapp dran. Ich glaube, den stopfe ich mir. Das ist zwar teuer, aber den muss ich mir auch stopfen, ey. 202, genau 2 Punkte. Ne, 2,5 Punkte. Der kommt in den Yukon-Raum. Das ist okay. Der kommt an die Wand in den Yukon-Raum. Aber guter Einstieg, ey. Richtig guter Einstieg. So, ist die Frage. Findet man den anderen auch noch? Wir schauen einfach mal in die Richtung. Vielleicht ist er noch nicht weg. Gold ist auch gut. So ist es. Der war echt schön. Das ist aber kein echter Yukon-Elch. Das sind doch die größten Elche der Erde, weil die schöne Geweih bilden können. Durch wenige Vegetation dort. Echt? Ist das so? Wusste ich jetzt auch noch nicht. Vor den Anfang kannst du das sehen lassen? Absolut, ey. Schau mal, vielleicht findet Simba ja den anderen noch. Lied weg, neues rein. Wir brauchen auf jeden Fall da ein neues, ey. Bringt uns kein Glück mehr. Habe ich bei meinen Recherchen bezüglich der Jagdclub-Aufgaben herausgefunden. Oh, okay. Und ich kann das von meinem dritten Tier, drei Tierelchen absolut bestätigen. Oh krass. Das ist ja spannend. Das heißt, Tierelch im Yukon ist tatsächlich nochmal was ganz Besonderes. Schauen wir mal, ob Simba ihn schon findet. Tierelch liegt. Verdammt. PS, moin. Gestern ein Fünferelch auf Leighton Lake gehabt. Trotzdem nur Gold. Ah, shit. Könnte ja das hier sein. Simba hat schon irgendwas gefunden. Ja, Simba ist an ihm dran. Mal gucken, wie weit er gerannt ist. Wie heißt die Karte? Yukon Valley. Er sah gefühlt größer aus als mein Dierelch. Ah ja, da vorne liegt er. Sehr schön. Also zwei Elche gleich mal zu Start. Auch wenn der Dier jetzt schon liegt. Ja, der Schuss hat gepasst. Hier mit der Hutzig sogar durch den Knochen in die Lunge. Aber dann sind die einfach halt sehr zähe Viecher. Wenn die einen Lungenschuss kriegen, dann rennen die einfach noch eine Weile. Kekskrümel, grüß dich. Habe vor kurzem einen Albino-weiblichen Rothirsch geschossen. Glückwunsch. Wir gehen einfach direkt weiter zum nächsten See. Ey, freut ihr euch auch so, dass morgen nochmal Feiertag ist? Ich habe gerade den einzigen Besiedewex-Diamant, der je auf Yukon gelebt hat, erlegt. Da stimmt aber was nicht, oder? Oder bin ich irgendwie gerade... bin ich falsch oder du? Okay, hier ist jetzt erstmal tote Hose. Dann gehen wir nochmal hier zurück und zu dem See, eins weiter nach unten.
Gestern einen Puma erlegt, 0,3 unter dir. Ah, oh, Jörg. Das sind immer so Momente. Höchste Zeit für das erste Stückchen Kuchen. Was soll ich nehmen? Erdbeer oder Apfelstrudel? Ich fange mal mit Apfelstrudel an. Der ist lecker. Ich habe mir schon mal überlegt, für irgendeinen Stream werde ich mir hier so ein abartiges Buffet aufbauen. Und wenn dann von euch kommt, was ihr euch heute Schönes kocht oder so, dann gibt's Revanche. Nimm's mir nicht böse, aber wir jetzt die Quattro-Missionen machen, um die 6,5 Waffe zu bekommen. Vielleicht gehe ich später wieder Yukon. Hau rein, Backfisch, hau rein. Ich habe 2 Wochen Ferien, da macht der Feiertag nichts aus. Ja, Ferienzeit war eine gute Zeit, ey. Guten Tag, Herr Andi, wie war Ihre Nacht? Hatten Sie einen angenehmen Tag? Fabex, grüß dich. Die Nacht war angenehm. Sie war relativ kurz. Ich bin so um 11:30 eingepennt und aufgestanden so um 6.15 Uhr. Dann habe ich ein bisschen die Dia-Reise vorbereitet. Da habe ich mir Kuchen geholt, gefrühstückt davor noch und einen relativ entspannten Tag verbracht. Kuchen und Salatbesteck, ey, das mache ich einmal, aber for free gibt's das nicht. Ich habe mich eh schon ein bisschen geschämt. Jay-Z, grüß dich. Schauen wir mal, ob hier der nächste Elch auf uns wartet. Wobei, wenn ich hinschleiche, schaue ich mal schnell ins Discord, ob der jetzt wirklich schon... Senshi hat gerade auch geschrieben. Bis jetzt ist der Elch noch nicht drinnen. Aurinia Lefey. Schönes Pfingstwochenende allen. Aurinia... Grüß dich, schöner Name. Dir auch ein schönes Pfingstwochenende. Was ist eigentlich nach der Dia-Reise? Was machen wir dann sonntags? Das ist eine gute Frage. Also ich hab einen Haufen Ideen. Ich habe wirklich einen Haufen Ideen. Und ich hoffe, ich habe Zeit dafür. Jetzt vielleicht nicht wirklich so Riesenprojekte wie die Dia-Reise, aber so Stream-Specials, wo wir alle zusammen was machen können. Da steht einer. Da schwirren mir ein paar Sachen im Kopf, aber wie gesagt, ich muss erstmal mich sortieren dann und dann gucken, wann ich Zeit habe. Masi, hey, bin neu. Masi, willkommen. Cool, dass du vorbeischaust. Grüß dich. Ich schaue begeistert deine Streams. Mach weiter so. Vielen Dank dir. Freut mich extrem. Vielen, vielen Dank. Mega, cool, dass du dabei bist. So, haben wir da noch ein Männchen oder bleibt's bei dem Weibchen? Ich schaffe nicht alles im Discord zu lesen, aber neulich habe ich ein Gespräch quasi gelesen. Da ging es darum, dass einige hier und da auch absichtlich ein paar Weibchen schießen, um den Respawn irgendwie zu triggern. Deswegen habe ich mir jetzt mal vorgenommen, außerdem geben sie Geld. Vielleicht hier und da auch mal öfter auf ein Weibchen zu gehen. Das soll ein Herztreffer gewesen sein. Ey, die Hutzig macht schon echt Laune. Die macht echt Laune. Hanna, grüß dich. Hab vor kurzem einen 5er Mittel-Multihirsch gesehen, hab aber gedacht, dass das der 4er war. Dann hol ihn dir noch. Bald die 4K. Oh. 4K, ey. Riesenmeilenstein. Was ist bei dir los mit dem Essen? Da ist es nichts, was es heute bei mir gibt. Hefe,
Hopf mit selbstgemachter Marmelade am Abend, dann Würstchen mit Knödeln. Hört sich auch gut an. Albert, grüß dich. Weibchen helfen auch aus meiner Erfahrung. Ja, muss ich echt mal öfter machen. Ich meine, kohletechnisch 104.000, fast 105.000, das ist für meine Verhältnisse eh schon ganz gut. Creation Gamer, grüß dich. Ich bin seit circa eine Woche auf der Jagd und deine Videos helfen ungemein. Sehr cool, sehr, sehr cool. Freut mich. Ich meine, man hat immer mal so Phasen, wo eine Weile nichts geht. Die habt so Durststrecken. Die habe ich auch. Aber freut mich, wenn dir die Videos gefallen. Jo, der hat gepasst. Herz und beide Lungen. Gibt immerhin 800 Flocken. Auf zum nächsten See, hätte ich gesagt. Sagt die Uhr. Ja, haben wir eh noch ein bisschen Luft. 10.44 Uhr. Ich spitzel nochmal schnell ins Discord. Elch ist immer noch nicht abgehakt. Dafür sehe ich gerade Salatbesteck, was er sich grillt. Und ich drehe komplett durch. Besteck, falls du zuschaust. Du kleines. Der Elch ist drinnen. Johanna, ich bin übrigens auch noch neu. Dann auch dir. Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Elch ist da. Okay, dann direkt weiter zum nächsten. Also, offen ist jetzt noch Caribou. Wir könnten nach Caribous schauen. Die trollen ja sehr oft. 5 bis 9.30 Uhr Trinkzeit. Da können wir mal eher im Norden vielleicht gucken. Wobei die eigentlich hier auch trinken. Trotzdem wegen dem Jagddruck schauen wir vielleicht lieber mal nach oben. Hier ist, glaube ich, eine ganz gute Caribou-Stelle. Gucken wir mal dahin. Was ist schon alles weg? Bär ist weg, Elch ist weg, Ente ist weg und noch irgendwas, habe ich vergessen. Moin, schon was geschossen. Wir hatten einen riesen Vierer Elch. Der Chat hat gemeint, der könnte dir sein. War, ich glaube, waren es 2,5 Punkte unter dir. Irgendwie so. Bison ist noch weg. Danke euch. Der ist riesig, mein Elch. Ist er von dir? Mal reingucken. Der ist tatsächlich riesig. Das Foto ist nicht so riesig. Ich tue mir schwer, es zu erkennen. Aber ich glaube, es ist ein Elch. Überlesen. Andi, schnell Discord. Na, ich habe doch gerade reingeschaut. Ich hab doch schon geschimpft, Besteck. Ich hab doch schon gesagt, du bist ein kleines Scheiße. Bison liegt schon längst? Ja. Bis jetzt ist der Elch noch nicht weg, weil er nicht die anderen zwei Bilder reinschickt. Okay, dann warten wir mal ab. Hallo Andi, super Videos und immer gerne Livestreams. Sehr unterhaltsam und sympathischer Typ. Weiter so. Sebastian, vielen Dank dir für diese nette Rückmeldung. Freut mich extrem. Vielen, vielen Dank. Das sieht uns verdammt nach Layton aus. Also normalerweise müssten ja, ich schau mal schnell rein. Es müssen ja drei Bilder drin sein, wisst ihr ja. Tatsächlich ist bei dem Elch nur eines drinnen. Also ihr braucht alle drei Bilder, nicht vergessen. Eins, wie es hier am Boden liegt, eins vom Verwertungsscreen und eins von den letzten Abschüssen. Ansonsten kann man es nicht gelten lassen. Wo findet man im Discord die Bilder? Bin gerade lost. Wenn du bei der Dia-Reise, der unterste Kanal heißt Diamanten, da sind die Bilder drin.
Hab seit gestern ein neues Lieblingsgewehr, die Sporter 303. Vorher war es die Martensen 6.5. Die Martensen habe ich auch früher extrem gern geschossen. Die hatte da noch einen richtig guten Sound. Alleine dafür habe ich die schon geliebt. Den haben sie leider verändert und mir geht's genau wie dir, Jörg. Mittlerweile schieße ich super gern mit der 303. Ich mag die Magnum lieber. Ja, hat jeder so seine Vorlieben. Ich finde es sowieso ein bisschen komisch. Also ich meine, die Waffen sind ja jetzt von den Eigenschaften, sind die nicht so super verschieden. Wenn man jetzt mal die Eckers mit der M1, mit der Sporter vergleicht, die sind ja alle sehr ähnlich. Trotzdem kommt es mir so vor, vielleicht ist auch Einbildung, aber mir kommt es so vor, als ob ich mit der Sporter einfach echt am besten zurechtkomme. Johnny Hunt, hast du nichts verpasst. Ich ist wieder frei, okay. Hab den Elch knapp unter dir geschossen. Dann sind wir schon zu zweit. Aber den können wir später, wenn ich es nicht vergesse, ihr könnt mich gern dann erinnern, den können wir ja echt noch dann am Ende oder zwischendrin in die Lodge packen. Ich habe da ein Video mal gemacht, wo ich einen Yukon-Raum mir gemacht habe. Da würde der gut reinpassen. Den nehmen wir mal mit für den Respawn. Dia-Elch fehlt mir noch. Ich habe noch kein Dia-Elch. 7mm ist gut und Martensen. Ich komme mit der Solo überhaupt nicht klar. Ja, die Solo ist zurzeit auch... Oh, es gibt so viel, was wir machen könnten. Das könnte ich euch mal zeigen. Die Solo hat mir... ich weiß den Namen gerade nicht auswendig, aber ich habe einen Kommentar unter den Videos bekommen. Da hat mir einer geschrieben, warum die Solo zurzeit... Der hat auch gut gepasst. Auch wieder so ein komisches Geweih. Warum die Solo so viele sich damit schwer tun. Und zwar ist da das Fadenkreuz nicht mittig. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann ich euch das später mal zeigen. Was war dein erster Dia? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich glaube tatsächlich, mein erster Dia war ein Dia Caribou aus Yukon Valley, der sich aus Versehen, und es war wirklich so, dass ich aus Versehen den Basti weggelootet habe. Da hat ein Tier hinter mir gecallt, wir haben es uns beide angeschaut. Tier hat hinter mir gecallt, ich habe mich umgedreht und wollte schauen, was für ein Tier das ist. Drück E und er hat es automatisch aufgenommen. Ich habe mich richtig, richtig geschämt. Machen jetzt mal ein bisschen langsamer, wir kommen schön langsam hier runter ans Wasser. Caribou 5 bis 9.30 Uhr. Raigo! Raigo, tausend Dank dir! Vielen, vielen Dank! Mega, danke für die Unterstützung. Ich hoffe, ihr hattet neulich einen sehr schönen, gemütlichen Zockerabend. Danke dir. Moin erstmal. Moin, moin. Wie bist du eigentlich auf Computerspiele gekommen? Auf Computerspiele? Ich bin mir ziemlich sicher, dass vor allem die... Also vielleicht kennen es die Älteren von euch. Aber mein erstes Computerspiel war... Adi. Kennt jemand von euch Adi? Shadow X, grüß dich. Lukas, moin. Kennt keiner? Auf jeden Fall die zweite Dia-Wildziege geschossen. Oh, nice. Wildziegen sind super krass als Dia, finde ich. Oh Gott. Stulle, kennst du's? Holy shit. Mit Adi, Adi Junior. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es Adi Junior war. Warte, wir müssen kurz gucken. Adi Junior. Nee, das war älter. Warte mal, ich muss mal Adi Lernspiel. Oh shit, ja. Wenn du Adi... Albert, vielen, vielen Dank für dein Abo. Danke dir. Ich muss mal kurz gucken, wo ich hier hinlaufe.
Das war noch älter. Also wenn du Adi Lernspiel googelst und dann auf Bildersuche gehst, irgendwie sowas war das. Und du musstest quasi immer Deutschübungen, Rechenübungen, irgendeinen anderen Stoß machen. Und wenn du das gemacht hast, konntest du Spiele freispielen. Und diese Spiele waren so krasse Spiele. Das war zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das war einfach so ein Ball, der immer hochgegangen ist und irgendwelche Blöcke weggeschossen hat. Also so habe ich Computer gespielt und habe es extrem gefeiert. Ist viel passiert in der Zwischenzeit. Melli, grüß dich. Da frage ich mich, wie alt du bist. Oh. 32 bin ich. Ich meine auch dieses Lernspielalter. Da sind wir durch die gleiche Qual gegangen, oder wie schaut's aus? Mephisto, Mann, Mephisto, grüß dich, wie geht's dir? Mephisto könnte auch so einer sein, der Adi kennt. Was ist dein Lieblingstier in Call of the Wild? Risley? Da hat er gerade hochgeschaut. Wenn ich mich entscheiden muss, ist der Rothirsch, aber bei mir ist das super stimmungsabhängig. Mal habe ich Bock auf das eine zu gehen, mal auf das andere. Er war beim Friseur, ey. Grille, ich sag's dir. Ist ein bisschen kurz geworden, aber ich bin mir sicher, sie wachsen nach. Da konnte man Auto fahren. Echt jetzt? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Senji kennt's auch. Antolin kenne ich auch, ja klar. Antolin kenne ich aber nur von meinem kleinen Bruder. Also das war vor meiner Zeit. Nach meiner Zeit, muss man viel eher sagen. Das ist, glaube ich, so ein Lesespiel. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja gut, nee, ich komme aus der ehemaligen Zone, da gab es sowas nicht. Ist vielleicht sogar besser so. Hätte 28 getippt. Bin älter als du und kenne das Spiel nicht. Kannst es dir ja noch holen, ey. Ich kann es nur empfehlen. Man lernt fürs Leben, sage ich dir. Kennst du Pink von Basti? Ja, genau, von Basti. René, grüß dich. Bist du schon aufgeregt? Familien-Icon. René, ohne Scheiß. Es wird mit jedem Tag schlimmer. Ich bin echt schon. Also, ja, es wird irgendwie wirklich einfach immer schlimmer. Und ich bin... Das hört sich jetzt... Shit. Moin Meister. Oh shit. Wow, shit. Habt ihr das gehört, Mann? Himmel. Was war das? Alter. Das war jetzt kein Scheiß. Ich bin des Todes erschrocken. Ich habe Grizzlies ganz selten gejagt. Ist es normal, dass die so brüllen? Mein T-Shirt ist nass. Wir müssen kurz unterbrechen. Ich gehe schnell duschen. Alter, wie der gebrüllt hat. Boah. Ich bin am Ende. Wo sind wir denn in das Herz? Okay, weiter unten. Kann nicht mehr. Hab doch gesagt, die werden aggro für ein paar Sekunden. Oh ja, jetzt haben wir den Beweis, ey. Spätestens jetzt. Hat er es dir auch mal im Discord geschrieben? Stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Nen Grizzly-Weibchen. So klingen aber auch Hochschwangere mit schlechter Laune. Alter, ich hoffe nicht. Sonst sperre ich mich hier ein. Leck mich. Das muss ich mir nachträglich nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so laut rüberkam. Meine Kopfhörer sind relativ... Du Scheiße. Meine Kopfhörer sind relativ laut eingestellt. Und der hat mich so angeschrien.
Kann nicht mehr, ey. Angelst du? Nein. Der Teddy wollte nur spielen. Das soll er mit jemand anders spielen. Eigentlich wollten wir ja Karibus. Heilige. Da stehen die nächsten, ey. Oh, Christoph, grüß dich. Die Ente ist Gold. Gibt es heute Büffelabfahrt? Ich weiß noch nicht. So, jetzt ist aber Erdbeerkuchen dran. Mhm. Kann man lassen. Wir springen uns erstmal ein und schauen mal, ob wir den Karibuder anlocken können. Steffen, grüß dich. Haben wir die Dia-Reise eigentlich schon durch? Heute ist letzte Etappe, Mephisto. Müsste auch für Karibu sein, oder? Geweihrassel. Karibu. Jo. Wind steht jetzt nicht so wirklich optimal. Aber da hat auf jeden Fall einer gecallt. Stulle! Stulle! Willkommen im Red Legends Club und vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank. Okay, kann heute nicht jagen. Bin gerade in der Bahn durch die Mutterstadt unterwegs. Aber reinschauen wollte ich auf jeden Fall. Alles klar, Mephisto. Ich wünsche dir einen super Sonntag. Musste jetzt schnell Vorderlader herhalten. Andere waren nicht nachgeladen. Hier steht ein weißer Maultierhirsch. Also, wenn er so gräulich ist, ist er wässrig. Das ist jetzt nicht so super selten. Aber wenn der wirklich weiß ist und fast schon strahlt, dann ist es selten. Noch bleibe ich ja hier. Sehr gut. Dreier, 164 Kilo, 217er Wertung, satter Schuss. Sehr selten. Sofort umlegen und ausstopfen. Ach, der weiße Maultierhirsch meinst du? Ich dachte mir gerade Dreier Karibu. Aber ja, der Maultierhirsch, wenn der wirklich weiß ist, das ist sehr selten. Ja, das stimmt. Hat er recht. Er ist wässrig. Ja, wässrig ist auch schön. Ist jetzt nicht so super selten, aber ist trotzdem ein schönes Tier. Ich fand deine Videos unnormal und wollte dich loben, dass du dir immer so viel Mühe für die Videos gibst. Dennis, tausend Dank dir. Vielen, vielen Dank. Freut mich extrem. Ich stopf ihn mal aus. Ja, kannst du auf jeden Fall ausstopfen. Ich glaube, ich werde mich meiner Passion wieder widmen. Meine Rotfüchse haben die Woche Pause gehabt auf dem Yukon, damit sie brav respawnen können. Oha. Yukon ist halt einfach schon auch echt eine extrem schöne Karte, gell? Von der Stimmung ist die einfach, wenn es dann auch noch anfängt zu schneien, schon richtig stark. Ist, glaube ich, auch die einzige Map, wo so wirkliche, ja, fast schon, ist ja kein Jahreszeitenwechsel, aber wo sich die Landschaft so komplett verändert, gibt es sonst nirgends, ja. Wann hast du eigentlich mit YouTube angefangen? Ungefähr vor einem Jahr habe ich, glaube ich, das erste Video hochgeladen.
Moin Andi, was geht? Schon was Gutes geschossen? Einen richtig großen Viererelch. Habt ihr rausgefunden, was mit dem Clou ist? Nein, haben wir noch nicht rausgefunden. Wir sind noch am Rätseln. Hat er heute Morgen einen Mela-Puma vom Rohr, aber ist abgehauen. Ich finde den nicht mehr. Jetzt hast du die Frage, hast du ihn einfach so gesehen oder hast du ihn bei einem Bedürfnisgebiet entdeckt? Die Grizzlies sind schon auch echt große Viecher, ey. Rotfüchse sind echt heftig auf Yukon. Da kannst du mal Tipps geben. Oh ja, Rotfuchs, da weiß die Sanji auf jeden Fall gut Bescheid. Ich fühle mich am wohlsten auf Silver Ridge Peaks. Ich finde bei Silver Ridge Peaks, das ist so eine Sache, wenn ich da drauf gehe, dann kriege ich immer, und also ich bin jetzt nicht so der super Wanderfreak, Sarah ist meine Freundin, die könnte immer, wenn es schön ist, könnte die sofort wandern gehen. Das ist bei mir nicht so, aber wenn ich auf Silver Ridge Peaks unterwegs bin, dann kriege ich immer Bock drauf, weil ich die Karte auch so schön finde. Ich würde auf Australien tippen, wegen dem Great Barrier Reef. Oh. Ich glaube da... Shady hat mir auch was zum Thema Tauchen geschickt. Das war aber nicht Australien, das war glaube ich Südamerika. Aber Great Barrier Reef könnte natürlich auch sein, Mephisto, ey. Daran habe ich noch nicht gedacht. Das ist ein guter Punkt. Das nächste mir bekannte Gebiet war einen knappen Kilometer entfernt. Keine Ahnung, aber auch Zeit zurückstellen hat nichts gebracht. Shit, ey. Ich meine, was du machen könntest, ist natürlich einfach mal die Spuren abgehen und jede einzelne Spur anschauen und dann gucken, ob bei irgendeiner die Fellart dabei steht. Aber irgendwo muss das sein. Welche Waffe findest du am besten? Und ich glaube, es kommt eine Unterwasserwelt ins Game. Harpunenjagd. Okay, das ist mutiger Gedanke, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Zu der ganzen Clue-Suche habe ich eine coole Idee. Ich schreibe dir später auf Discord. Alles klar, ich bin gespannt. Hau weg den Achterhirsch, genau, so ist es. Tim, grüß dich. Gestern Trollpuma. Ah, die Pumas, die trollen auch echt oft, glaube ich, gell? Da hatte ich auch schon ein paar. So, komisch, dass wir jetzt hier nur einen Karibu gefunden haben. Dafür einen Haufen Bären. Was sagt denn die Zeit? 7.17 Uhr. Bis 9.30 Uhr sind die eigentlich unterwegs. Ich habe natürlich auch ein bisschen rumgeballert, vielleicht kommen die erst wieder. Auf Layton Lake würde ich schon gerne mal angeln. Spaß machen würde es auf jeden Fall. Gibt es eine Aussage von EW, wie viele DLCs wohl allgemein noch kommen sollen? Also ich glaube, so wie sich alles anhört, planen die schon weiterhin. Also sie haben ja auch schon gesagt, dass vielleicht neue Hunde dazukommen und ich finde das tatsächlich ziemlich cool. Ich meine, das Spiel ist jetzt doch schon ein paar Jahre alt
dass die aber regelmäßig immer wieder, ich meine, über die Bugs brauchen wir nicht sprechen, das nervt uns alle. Ich finde es aber trotzdem stark, dass die so viel Neues immer wieder reinbringen. Und es wird einfach nicht langweilig. Wird eine tropische Map feiern mit Jaguar, Wasserbüffel und so. Ja, Tropen wären mal was anderes, aber Tropen stelle ich mir irgendwie super schwer zu bejagen vor. Weil das ja relativ dicht sein müsste dann eigentlich. Also Karibus haben wir jetzt hier irgendwie nicht gefunden. Ich gehe jetzt mal hier oben, da ist gar kein Jagddruck. Schauen wir da mal noch hin. Lassen sie sich auch bezahlen? Stimmt, aber irgendwie müssen sie ihre Kohle machen. Die Ente ist 7,1, Dia ist 7,2. Oh shit, Cat. Wusstest du, dass man Leighton Lake sich an einen See hinlegen kann und dann Fische sehen kann? Ja genau, also die Fische, die halt da so in den Seen rum schwimmen. Mit so orangenen Flossen sind die, glaube ich, gell? Timon, grüß dich. Tropen gibt es bei der Hunter Classic. Das ist mies nervig mit den ganzen Gebüschen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist bestimmt schwierig. Jörg, grüß dich. Die sehen aus wie Flussbarsche. Julian, moin. Was sagt ihr zu Mexiko? Belize, Barrier Reef, Karibik. Also Mexiko habe ich jetzt auch immer mal wieder gehört. Ich glaube, Mexiko hat Shady auch gemeint. Oder ich bringe gerade was durcheinander. Ich kann es euch nicht 100% sagen. Aber ganz ehrlich, also ich erwarte spätestens am kommenden Dienstag, wenn der neue Live oder wenn der nächste Livestream von denen ist, dass die irgendwas Neues rausbringen, ey. So, machen wir mal wieder langsam. Was haben wir hier? Elchgebiet ist da noch. Noch ein Elchgebiet. Karibus müssten ja eigentlich auch sein. Alter, Lukas, danke für den regelmäßigen und starken Content. Mensch, Lukas, vielen Dank dir. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Mega. Tausend Dank dir. Was ist eigentlich Maximalgewicht von den Karibus? 190 Kilo. Wie schwer war die Spur? 190. Also der, gehen wir mal hinterher. Lukas, tausend Dank dir. Wirklich mega. Ich würde Mexiko wirklich cool finden. Ja, es haben viele gemeint und ich glaube eben Shady hat es auch geschrieben. Mexiko würde sich anbieten, weil es da viele Tiere gibt, die man quasi aus EW-Sicht wiederverwerten könnte. Ich spare ja momentan wie Sau, aber das kommende DLC ist quasi schon gekauft. Genauso geht es mir auch. Ich habe einen goldmelanistischen Rothirsch gekillt. Oha, Glückwunsch. Wie wäre es ab nächster Woche jeden Sonntag der Hunter Classic? Zeitlich einfach nicht drinnen. Könntest du mir einen guten Spot für Rothirsche auf Quattro Colinas empfehlen? Am besten schaust du mal auf espies.de. Insgesamt auf der Rothirschwoche oder bei der Rothirschwoche war ich an eigentlich allen Seen, wo es Rothirsche gibt, zu den Trinkzeiten. Das hat super funktioniert. Gerade der See Nordost, ganz oben im Nordosten, also rechts oben, der ist super stark. Der See darunter ist ziemlich gut. Ganz unten im Osten sind auch noch zwei Seen, die gehen ganz gut. Aber da kannst du echt einfach espies.de schauen. Da sind so alle Spots, die man braucht. Freue mich über jede Map. Ja.
Wind ist eigentlich einigermaßen passend, wenn der jetzt hier so weiterläuft. Ich fange jetzt einfach mal an zu callen. Vielleicht ist er ja da irgendwo. Hab mir jetzt mal Silver Peaks geholt. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Ich find's wirklich stark. Du wirst bald froh sein, wenn du überhaupt noch Lust und Zeit zum Streamen hast. Ja, es kann auch sein, wenn ich dann stream, dass ich einfach währenddessen mal einschlafe oder so. Ich hoffe, ihr nehmt es mir da nicht krumm. Also in Mexiko gibt es auch Weißwedel, genau. Wäre cool, wenn man den Great One nicht immer nur im Regen jagen müsste. Ja, das wäre tatsächlich sehr cool. Wie viel kostet das Hundepaket? Ich meine 3,99, 4,99, irgendwie so. Ich hoffe, der ist hier runter einfach zum Trinken gelaufen. Die Zeit, bis die genau hinkommen. Gib mal in eine Suchmaschine Kaffee Mexiko wegen dem grünen Dosen. Verdammt haben die viele Kaffeesorten. 3,99 kostet's. Okay, danke euch. Die Webseite, ich schreibe dir die auch schnell rein. Die hat quasi Nordpol gemacht, die Webseite, und da stehen wirklich alle wichtigen Infos drinnen. Kein Problem. Stimmt das, dass es pro Karte nur 2 Dias gibt? Habe ich noch nie gehört. Würde mich auch echt wundern. Glaube ich nicht. Ich denke immer noch, es kommt aus Kongo-Becken. Das ist irgendwie halt so das Ding. Es würde so vieles Sinn machen. Man kann es echt einfach nicht sagen, weil irgendwie würde alles passen. Weil sehr viele YouTuber das meinen. Also ich habe noch nie gehört, dass auf jeder Karte nur 2 Dias rumlaufen. Wie ist das bei euch im Chat? Die Leute, die schon lange spielen, ist das so? Einschlafen, dann gibt's Koffein aus Mexiko. Das brauche ich dann auch. Kann mehr oder weniger sein. Hätte ich auch gesagt, ja. Es wäre ja auch komisch. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, es dürfen nur 2 Dias auf einer Map sein und die stehen irgendwo und du hast keine Ahnung davon und du... Das war er. Aber nur ein 4er. Trotzdem schön. Der Rest war, was haben wir hier, noch ein 3er, auch bis 190. Gar nicht schlecht. 290, aber das ist halt krass, nur Silber, gell? Nur Silber. Genau, was ich sagen wollte, wenn du dann auf deiner Map 2 Dias hast und du weißt nicht, wo die sind oder welche Tiere das sind, dann würde es ja bedeuten, egal welches andere Tier du schießt, du kannst keinen weiteren Dia dir mehr herholen und das wäre sehr merkwürdig. Albino-Gabelbock ist meiner Meinung nach auf jeden Fall selten. Ich glaube, alle Albino-Tiere sind selten, oder? Es schneit.
Ich glaube, wenn du zum ersten Mal auf den Map gehst, stehen da irgendwo zwei Tier drauf. Aber du kannst ja so viele Tiere schießen, bis du eine nachspawnst. Ja, genau. Das glaube ich auch. Lieblingsmap aktuell? Ich finde echt viele schön, aber Silverage Peaks ist bei mir eigentlich, wenn ich mich entscheiden müsste, sage ich immer, dann ist die ganz oben. So, den Dreier Max Wade würde ich auch noch ganz gern holen. Den erwischt. Ich glaube, er ist gefallen. Nee, noch nicht. So, mal gucken, ob der gepasst hat. Denkst du, lohnt sich Silverage Peaks Map zu kaufen? Also das ist halt immer so, die Maps sind super Geschmackssache. Wenn ihr euch jetzt das gefallen, perfekt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann würde ich echt empfehlen, einfach auf einen Multiplayer-Server zu springen und die Map mal anzutesten, zu schauen, wie sie euch gefällt, wie euch die Stimmung, wie euch die Tiere gefallen. Ich finde Silverage Peaks schon echt sehr, sehr cool. Da ist er. Silverage Peaks ist ultra schön, hat sich bisher mega gelohnt. Sehr gut. Ach, man kann auf Multiplayer die Map freispielen. Oder wie? Ja, genau. Du kannst auf Multiplayer jeder einzelnen Session quasi joinen. Auch wenn du die Map nicht hast, solange da einer drauf ist, der die Map hat. Was manchmal passiert ist, wenn du auf eine Map springst, wo nur einer drauf ist, der die Map hat und der verlässt die, dann kriegst du eine Nachricht, dass in 10 Minuten quasi der Server geschlossen wird, weil keiner da drauf ist, der die Map selber hat. Genau, aber du kannst dir die auf jeden Fall mal anschauen. Ich gucke jetzt einfach mal hier hin. Also hier sollten eigentlich auch Karibus sein, aber das ist ja bei jedem anders. Bei mir ist der ganze Fleck hier so ein bisschen tote Hose, muss ich sagen. Ich war ja auch auf Elchsuche, habe ich schon nichts gefunden. Keine Ahnung. Ist das Yukon? Ja, genau. Silverage Peaks hat sich bei mir auch sehr gelohnt. An einem Tag Mela-Puma und Albino-Dickhornschaf. Beides in Gold. Junge, die Meda, ey. Das ist echt krass, ey. Werkstattgespräche, einen angenehmen Nachmittag. Werte Jagdgemeinde, eine Frage. In der Trophy Lodge, welche Voraussetzungen braucht es, um zwei oder mehr Tiere auf einen Untergrund zu platzieren? Beste Grüße und danke. Das geht immer nur bei den... bei den Multi-Mounts, also es gibt in der Lodge, eigentlich könnten wir mal schnell in die Lodge schauen. Wir schauen einfach, ich wollte den Elch aufstellen, dann können wir uns das gleich mal angucken. Es gibt in jeder Lodge die Möglichkeit, Multi-Mounts aufzustellen, da steht dann dabei, schauen wir uns jetzt gleich an, welche Tiere du dafür brauchst. Und das sind dann immer diese Geschichten, wo du mehr auf einen Platz stellen kannst. So, pass auf, das gucken wir uns jetzt gleich an. Genau, also wenn du dann ins Menü gehst, dann steht hier Mad Mads oder so, Mad Mads Multi. Und da siehst du jetzt, was du alles für Multimons erstellen kannst und was du dafür brauchst. Hier zum Beispiel das Königshaus, du brauchst einen männlichen und einen weiblichen Löwe. Dann kannst du die Montage starten, dann zeigt er dir automatisch an die männlichen Löwen, die du hast und die weiblichen. Kannst die dann zusammenbasteln. Also wählst aus, sagst den, nochmal den und jetzt ich mach's jetzt nicht, weil das relativ teuer ist, dann kannst du dir die zusammenstecken und kannst du dann auf ein dafür passendes Untergrundding platzieren.
So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo war mein Yukon-Raum? Ich meine, der war da hinten. Kann man auch alle Waffen nutzen, die der Host hat? Ich glaube nicht. Habe ich zumindest noch nie gehört. So, hier oben passt er eigentlich ganz gut hin. Das muss man nur finden. Das ist er von heute, genau. Tja, welches ist... Ich würde fast sagen, das obere ist noch ein Stückchen größer. Wie kann man es am besten erkennen? So ist eigentlich gut. Das sieht auch ganz cool aus. Dann haben wir wieder ein Schild voll. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier drauf machen soll. Also hier hätte ich gerne eine Ente und da hätte ich auch gerne eine Ente oder vielleicht auch ein Fuchs oder so, wenn der hinpasst. Hier muss ich mir noch überlegen. Hier steht der Dierwolf und hier steht der schöne Albino-Elch. Leider so ein bisschen verzogene Schaufeln, aber trotzdem sehr schön. Hier hätte ich gerne an der Wand, von den Wölfen gibt es ja auch ziemlich viele verschiedene Farben. Die hätte ich hier gern so. Aber da müssen wir noch ein bisschen grinden. Jetzt gehen wir zurück ins schöne Yukon. Geil, ein Goldpuma, 0,9 unter dir geschossen. Der nächste wird's vielleicht. Zu überleben, ich mach mich mal los. Waffeln mit Kirschen und Eis. Viel Erfolg noch, lasst mir noch was übrig. Nehmt mir da auch rein. Lass es dir schmecken. Schönen Sonntag. Andro, moin. Mephisto sagt auch, so ihr Lieben, viel Spaß noch, bis zum nächsten Mal. Mephisto, hau rein, cool, dass du vorbeigeschaut hast. Schönen Sonntag. Kann es sein, dass mein Spiel hängt? Es gibt auch Savage Peaks, außer für die Truthähne und Wapitis gar keine Lockrufe. Für die Maultierhirsche, die kannst du rufen. Die Pumas kannst du rufen. Genau. Der Barfuß-Dude. Hallo Andi, wie weit man zahlt? Grüß dich, Barfuß-Dude. Cool, dass du vorbeischaust. Ich glaube, mein Spiel hängt. Es fehlen nur noch 50 Abos. Ernsthaft? Holy shit. Ich glaube, ich muss das Spiel killen. Es gibt zwar noch an, dass es lädt, aber irgendwie passiert nichts. Bin dann raus, Familie kommt gleich zum Grillen. Buschmann, viel Spaß mit der Familie, viel Spaß beim Grillen, lasst es euch schmecken. Schönes Restwochenende. Ciao, ciao. Ich habe zwei Kuchen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Platzhirsch, grüß dich. Ich kill jetzt das Spiel. Da hat irgendwas nicht gepasst. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie findest du das Spiel? Boah, 1 bis 10, ey. Was meint ihr denn? 1 bis 10? Schwierig. Also, ich finde, man muss immer nach Luft nach oben lassen. Ich würde jetzt mal eine 9 geben. Ich lasse mal den Daumen nach oben da. Schönen Sonntag noch. Barfuß Dude, vielen Dank dir. Wünsche ich dir auch. 9, 12, 8, 9, 9, 9, 9. 10 plus. Tagesabhängig. Tages- und bugabhängig wahrscheinlich. Okay, wo könnte man noch hinschauen? Ich meine, wir können auch mal hier runter gucken. Da gibt es Wölfe. Mal kurz schauen. Also die sind hier oben im Totenwald oder wie der heißt. Sind die unterwegs? Wir haben jetzt 8.25 Uhr. Da ruhen die gerade, also müsste eigentlich schon passen. Oh ja. Dreier, Vierer, Sechser.
noch ein Dreier. War der Sechser schon der Alpha? Der Wind ist halt so geschissen. Ich habe den jetzt mal mitgenommen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das der größte war? Momentan 8, wenn diese selbst beeinflussten Bugs, zum Beispiel Rennerdistanz, verschwinden, dann gibt es auch von mir 9. Kann ich verstehen, Sanchi. Kann ich echt verstehen. Okay, also Juricic ist erstmal hier raus, ey. Warte mal, wie kann man... Okay. Für den war's das. Er knurrt. Knurren heißt immer, dass da irgendwo... Elch, Brumpfschrei? Der Elch liegt ja noch nicht. Das ist die Frage. Wölfe oder Elch? Bist du heute Abend auch bei Adlerauge dabei? Ich muss mal gucken, ob ich reinschauen kann. Ich kann es noch nicht versprechen. Ich muss dann kochen und also Kram. Also schöner Gold. Dann gucken wir jetzt mal Richtung Elch. Mein Caller haben wir ja dabei. Also er schreit zurück, der Wind ist sehr gut. Schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an. Daily Legend spielt immer Medved, Didi 33, immer Layton mit seinen Big Bucks und Andy immer Surge Peaks. Oh, der ist aber nah. Der Wind steht gut. Ist das der Deer? Was meint er? Was meint ihr? Du kochst, was gibt es denn vielleicht? Elch? Na, Elch gibt's heute nicht. Da kommt er. Sieht jetzt nicht schlecht aus, aber... Naja, vergisst, was ich gesagt habe. Ah, wie schön das immer raucht, ey. Herrlich. Gleich kommt hier der Zweier. Cat hatte recht. Und was für ein schöner... Was für ein schöner, sieht fast aus wie ein Weißwedel. Der hat aber gepasst hier. Zwischen den Lungen durch, hinten noch in den Magen rein. 126. Könnte man sich fast überlegen, ob man ihn ausstopft, oder? So, ich muss, schönen Tag euch noch und viel Erfolg für die Jagd. JR, danke dir, hau rein.
Na, zu teuer. So, jetzt geht's aber weiter Richtung Wölfe. Jetzt haben wir ja eh schon ordentlich Tinte verschmiert. Oh, du bist Twitch-Partner. Glückwunsch, habe ich noch gar nicht gesehen. Mein Twitch Prime wird dann bei dir ausgegeben. Partner bin ich noch nicht. Ich glaube, Partner ist richtig, krank zu werden. Affiliate ist das Erste. Aber vielen, vielen Dank dir, wenn du mir Twitch Prime gibst natürlich. Musst du aber auf keinen Fall. Ich kann dir auch nicht sagen, wie regelmäßig oder wie oft ich auf Twitch stream. Also, vielleicht ist bei jemand anders besser aufgehoben. Nicht, dass du dann enttäuscht bist, wenn kein Twitch-Stream kommt. So, jetzt sollen wir mal den Totenwald uns hier machen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich für eine Wolfsjagd die wahrscheinlich zwei schlechtesten Waffen dabei. Einmal die 7mm mit einem Schuss und einmal den Vorderlader mit einem Schuss, der irgendwie 28 Sekunden zum Nachladen braucht. Muss man sich die Trophy Lodge extra kaufen? Ja, ich glaube schon. Ist ein Albino Wiesent sehr selten. Bin nämlich gerade dabei, einen Raum mit meinen seltensten Tieren zu machen. Oh, jetzt geht's gleich los. Also ich glaube, Albino ist immer selten. Kann mich aber auch täuschen. Jägermeister, grüß dich. Capture Play Games. Wenn man den Namen so ausspricht. Ansonsten sorry, grüß dich. Andi findet die Virant-Würfe am besten. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Aber empfehlen würde ich es jetzt nicht. Oh oh. Jetzt haben wir den Salat. Okay, jetzt schnell nachladen. Oh Gott, da kommt noch einer. Ist gut, dass die hier erstmal nur um mich rumstreifen. Laden nach, Junge. Oh oh. Zwei Weibchen. War ihre richtige Entscheidung. Wahrscheinlich habe ich das Männchen rausgenommen, dann sind sie abgehaut. Auch ein Weibchen. Und hier. Männlich, Vierer. Ging ja nochmal gut aus, ey. Ich habe kurz gedacht, jetzt müssen wir dran glauben. Und dafür nimmt man mir den Bogen mit. Ich hatte keinen Platz mehr im Inventar. Ich hatte einfach keinen Platz mehr. So, ich weiß nicht, ob jetzt hier im Totenwald noch ein Rudel Wölfe unterwegs ist. Ich meine, wir könnten natürlich auch, wir haben heute noch gar nicht mit der Ranger geschossen, wir könnten auch mal gucken, ob wir nochmal zu Trinkgebieten der Füchse gucken. Die trinken halt abends, 19 bis 0:30 Uhr.
Aber wir könnten es mal probieren. Hier unten müssten die eigentlich trinken. Schnell zum nächsten Hochsitz sprinten. Ja, wäre auch eine Idee gewesen, stimmt. So. Ich schau mal schnell ins Discord. Fuchs liegt hier noch nicht, oder? Nee, Fuchs liegt noch nicht. Immer noch die drei vom Anfang. Oh, das ist aber schon richtig dunkel. Ich glaube, da müssen wir das Nachtsichtgerät mitnehmen. Lassen wir mal Hutzig jetzt hier, mit der haben wir jetzt schon ein bisschen geballert. Nehmen wir das mal mit. Wo ist es denn? Bin ich blind? Lockmittel. Hier ist es. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da einen finden. Wir gehen mal hier hoch. Vielleicht geht da ja was. Wie lange streamst du noch? Wie lange sind wir schon? Gut eineinhalb Stunden. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Heute schon was richtig Großes erlegt. Also was richtig Großer war der Vierer Elch. Auf welcher Map spielt ihr? Wir sind gerade auf Yukon Valley unterwegs und suchen Füchse. Könntest du bitte mal auf Entenjagd gehen? Die Ente liegt, glaube ich, schon, gell? Also hier und da machen wir es mal, aber zurzeit kommen mir die Enten auch ein bisschen komisch vor. Manchmal finde ich einfach gar keine. Was machen wir, wenn die Reise vorbei ist? Dann werden wir erstmal bei den Streams einfach so entspannt jagen gehen, bis es irgendwann das nächste Projekt gibt. Füchse, nachts verbrannter Wald, da geht immer was. Okay, aber ich dachte, also eigentlich müssten die jetzt ja trinken. Sind die dann eher hier so am Ufer? Justus, danke dir. Hau rein. Ciao, ciao. Was gibt's Neues von der neuen Map? Bis jetzt noch nichts. Wir hatten vorhin die Idee, dass es vielleicht Australien sein könnte. Dive Deep, Great Barrier Reef, wegen Tauchen und so. Mephisto hat die reingebracht. Und ich finde die gar nicht schlecht. Aber sonst weiß man jetzt nichts weiter. Für was lohnt es sich, sein Ingame-Geld auszugeben? Waffen, Tiere ausstopfen? Ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben nicht mal Spuren, aber ich hatte natürlich auch die Lampe aus. Ich jag wirklich nicht oft bei Nacht. Irgendwie mag ich es nicht so gern. Ab und zu ist mal ganz okay, aber... Hochsitze, stimmt. Hochsitze, Zelte. Kit hat recht.
Kein Fuchs gesehen, kein Fuchs gehört. Am kleinen See würde ich vorschlagen, im verbrannten Wald. Am kleinen See. Hier? Ich höre jetzt hier mal nochmal kurz um die Ecke. Ob wir da vielleicht nicht doch irgendwo einen finden. Ansonsten schauen wir mal zum kleinen See, da war ich glaube ich noch gar nie. Also hier sind jetzt auf jeden Fall Spuren. Sieht aber nicht nach Fuchs aus. Bison, okay. Dann schauen wir mal tatsächlich zu dem kleinen See hier hin. Wind passt auch sehr gut dafür. Auf geht's. Könnte sein, dass ich ein Dia-Karibu geschossen habe. Oha. Also die trollen sehr oft. Aber ich drückte die Daumen. .303 ist gut. Genau. Solo ist gut. Genau. Also bei den Waffen ist auch so, haben wir vorhin schon mal gehabt, hat jeder so seine Vorlieben, aber ich glaube, der beste Tipp ist tatsächlich der von Tilaxi, dass du einfach schaust, dass du dir Waffen so zusammenholst, dass du einfach jedes Tier gut schießen kannst. Bleibt der Kuchen da jetzt stehen? Ich gebe mein Bestes, aber ich kann nicht so schnell. M1, stimmt, die M1 ist auch gut. Wir wollten uns auch noch die Solo anschauen. Das machen wir auch gleich. Wir springen gleich noch auf den Schießstand, dann schauen wir uns die Solo mal an. .338 ist zurzeit eine Gelddruckmaschine. Die .338, die habe ich noch gar nicht. Die muss ich mir auch unbedingt mal holen. Viele von euch haben schon geschrieben, dass das eine ihrer Favorite Waffen ist. Aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Geld sparen. So, genug gezockt für heuer, muss noch ein bisschen Heizung ins Smart Home reinbasteln. Oh, hört sich gut an. Kann ich hier wenigstens auch noch zuhören. Sehr gut ist das. Uhrzeit, es ist jetzt 19.40 Uhr. Also eigentlich müssen die jetzt trinken. Vitos, grüß dich. Der Karibu war leider kein Tier. Ja, die trollen einfach super oft, die Viecher. Cat, hau rein. Ciao, ciao. Kostenlose 338 gibt's fürs Absolvieren aller 15 Steinkreise auf Park. Oh. Dann wissen wir, was wir im nächsten Stream machen. Dauert es lang? Schafft man das in so einem 2-Stunden-Stream, Sanji? Die 15 Steinkreise, muss man die nur ablaufen, oder? Habe ich ihm schon 5-mal gesagt. Stimmt, Kid. Hast du recht. Das vergisst er eh wieder. Wie lange dauert denn das? Solo einfach gefühlt zu hoch anhalten. Ja genau, das schauen wir uns gleich an.
Du musst hinlaufen und schießen. Okay. Eine Stunde, wenn überhaupt. Das hört sich ja machbar an. Eine Stunde. Das muss man im nächsten Stream machen, ey. Ihr könnt mich ja vielleicht nochmal erinnern. Schüsse zwischen 10 und 400 Meter. Müsste machbar sein. Schwarzen Vierer, Rothirsch, Glückwunsch. Sehr schön. Also auch hier haben wir irgendwie keinen Fuchs. Die Frage war, wie lange Andi braucht. Halbe. Okay, nachdem hier auch kein Fuchs weit und breit zu sehen ist. Wir springen jetzt mal schnell Hirschfelden Schießstand. Pass mal auf, dann schauen wir uns die Solo an. Ich bereite mal kurz was vor. Ich hoffe, ich finde das gleich. Einen Moment, ich brauche ganz kurz. Also. Wo ist es denn? Im Endeffekt geht es darum, wenn ihr... Ich baue es einfach schnell neu. Wenn ihr zielt... Oder habe ich es hier? Also. Wenn ihr zielt, ist eigentlich euer Fadenkreuz ja immer in der Mitte. Also es ist immer komplett mittig. Ich muss es ganz kurz vorbereiten, dann kann ich es euch im OBS einblenden. Und bei der Solo ist es nicht so. Und das sieht man dann eigentlich ganz gut, weil viele schon mal im Stream meinten, dass die Solo einfach ein gutes Stück versetzt ist, wenn man mit der zielt. Ich bastel uns schnell so ein kleines Fadenkreuz. So, das haben wir. Das haben wir auch. Zack. Zack. Okay. So, jetzt machen wir die... Oh shit, das ist ein bisschen spät. Naja, ist egal. Müsste ja so auch gehen. Krümel, hau rein. Okay, wir machen jetzt einfach mal auf 150 Meter. So, wir brauchen die Solo. Mal die Ranger weg. Solo rein. Munition braucht man auch für die Solo. So. Einen schönen restlichen Nachmittag noch. Wird das schöne Wetter noch zum Motorradfahren nutzen. Erfolge gehabt dir noch, Andi. Au, Rinja, viel Spaß dir. Schön aufpassen beim Motorradfahren. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende noch. Ciao, ciao. Okay, also, wir haben hier Ziele, die sind 150 Meter entfernt. Wir haben einfach jetzt mal die 7mm und die Solo mit dabei. Wir haben die gleichen Visiere dran. So. Einmal die 7mm. Und einmal die Solo. 150 Meter und wir machen auch 150 Meter Nullung.
So, ich habe eigentlich ziemlich in die Mitte geschossen. Und ihr seht, wo die Kugel eingeschlagen ist. Ich versuche das Ganze jetzt auch nochmal mit der 7 mm. Okay, da war ich jetzt aber auch wirklich etwas weiter unten dran. Nochmal zum Vergleich, die Solo. Also der war jetzt wirklich mittig drauf und sie ist wieder leicht unten rechts eingeschlagen. So, ich zeige euch jetzt mal was. Wenn man jetzt ein Raster drauflegt, ich hoffe, es ist jetzt kein Vorführeffekt, aber ich habe das schon mal kurz getestet. Ich habe jetzt einfach ein Kreuz gemacht. Das ist wirklich genau die Mitte. Wenn ich jetzt mit der 7 mm ziele, dann seht ihr, dass das Fadenkreuz genau mittig ausgerichtet ist. Jetzt kommt hoffentlich kein Vorführeffekt. Wenn ich es mit der Solo mache, dann ist es leicht versetzt. Es ist leicht zu weit links und leicht zu weit oben. Also es ist wirklich nicht viel, aber nochmal zum Vergleich. 7 mm ist genau drauf, ziemlich genau drauf. Solo. Leicht versetzt. Und bei 150 Meter macht es natürlich noch nicht so viel aus. Wir gehen jetzt mal auf 300. Da müsste es dann eigentlich der Effekt noch stärker werden. Wir machen wieder 7 mm als erstes. Ziemlich genau. Da müsste es jetzt eigentlich noch mehr auffallen mit der Solo. Genau. Und die geht unten rechts weg. Ihr seht es, ich bin genau mittig. Ich kann es leider nicht Zeitlupe natürlich machen. Ich bin ziemlich im Roten. Und die gehen alle unten rechts rein. Und wenn man sich jetzt überlegt, man schießt auf vor allem auf kleine Ziele. Die kommt hier ins Rote. Wenn man sich überlegt, man schießt auf wirklich kleine Ziele. Mit der 300er. Und er geht auf 300 Meter, so ein Stück, wie wir es jetzt hier gesehen haben, unten rechts rein. Dann kann das schon mal den Unterschied machen, ob man ein Tier halt ordentlich erwischt oder nicht. Also gerade wenn man auf einen Nackenklatscher zum Beispiel geht oder auf einen Herzschuss. Oder auch bei einem, keine Ahnung, bei irgendeinem kleinen Vieh auf dem Lungentreffer. Und man ist 300, 350, vielleicht sogar mal 400 Meter entfernt. Dann kann es halt gut sein, dass die das Ziel verfehlt. Finde ich echt krass. Also, auch wenn es jetzt nicht so viel ausschaut. Ich bin halt genau auf der 10, wenn ich abdrücke. Und die gehen alle unten rechts. Und die 7 mm kommt gut rein. Aber wer schießt solche kleinen Tiere auf 300 Meter? Naja, Rehe und so weiter. Rehe auf 300 Meter kann man schon mal machen. Das erklärt jetzt einiges. Ja, ich habe mir genau das gleiche gedacht. Also wie gesagt, ich habe es nicht rausgefunden, sondern es hat jemand als Kommentar unter ein Video geschrieben. Und ich habe es dann einfach mal getestet und dachte mir, ey krass, das erklärt einiges. Also Fabian, mir ging es genau wie dir. So, jetzt schauen wir mal, wie lange machen wir denn noch? Jetzt ist, Viertelstunde, 20 Minuten können wir noch machen. Die Frage ist, lohnt es sich dann noch auf ein Tier zu gehen? Wir haben hier unten wieder wenig Jagddruck. Oder machen wir noch eine Runde Büffelabfahrt? Ich glaube fast, wir machen einfach noch, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, eine Runde Büffelabfahrt. Und dazu springen wir auf irgendeinen Multiplayer-Server. Zum Abschluss. Oh nein. Wieder ein Zelt weg. Astrok, schauen wir mal bei Astrok drauf. Ich hoffe, er schmeißt uns nicht raus.
Oh. Ich glaube, da müssen wir uns einen anderen Server suchen. Da ist schon ziemlich viel Jagddruck. Hund draußen gehabt? Ja, ich habe leider den Hund draußen gehabt. Was haben wir noch? Duda Kanoto. Hier sieht es besser aus. So. Mal schauen, was heute so auf unserem Weg an uns vorbei rauscht. Wir packen als erstes mal die King ein. Die Millimeter können wir hier lassen. ...19 Schuss müssten auch reichen. Jennifer! Vielen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank und willkommen. So, Munition rein da. Dann brauchen wir ein rotes Quad. Oh nein, verdammt. Habe ich nicht drauf geachtet. Falsches Server. Habe jetzt mal im Multiplayer die Maps getestet. Übel geil, danke dir. Freut mich. Genau, also ich habe das am Anfang auch immer gemacht. Da kann man sich einfach mal so ein bisschen die Gegend anschauen und kriegt ein ganz gutes Gefühl, ob einem die Map dann gefällt oder nicht. So, wenn wir jetzt keinen finden, der sich eignet, dann machen wir sonst einfach. Vier von acht. Da waren wir schon. Den probieren wir noch. Wenn der auch nicht klappt, dann mache ich einen eigenen auf. Okay. Jost hat gemeint, er macht den auf, oder? Habe ich es richtig verstanden? Dann würden wir das natürlich auch, das könnten wir auch machen. Ich mache einfach selbst schnell mal. Ich war schon lange nicht mehr auf einem unterwegs. Öffentlich Fahrzeug erlaubt, Hunde zulassen, passt. Park Fernando, passt. Spiel starten. Ist doch eigentlich fast kein Unterschied, als wenn man die Map kauft, oder? Ja, das Einzige ist halt, du hast halt, wenn du auf einem öffentlichen Server bist, kannst du halt dir die Zeit nicht einstellen und es sind halt nicht deine Tiere. Also das Schöne an der eigenen Map ist, du siehst da irgendwann mal ein Tier, ein Diamanttier oder ein seltenes Tier, dann weißt du, okay, das ist auf deiner Karte, das kann nicht verschwinden und du kannst es dir irgendwann holen. Wenn du halt auf einen öffentlichen Server gehst und du findest da eins und du wirst runtergekickt oder du musst gehen, das ist danach halt weg. Sagt er das letzte Wort noch dazu? Okay, ah, okay, er hat es nicht gesagt. Was für ein letztes Wort? Jule ist am Start. Hunter Beast ist am Start. Zelt kann ich dir stellen. Da haben wir jetzt eh wieder genug im Inventar. Nachdem die alle der Biber gefressen hat. Zelt steht. King. Geladen und entsichert. So, wie viele sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind wir schon 8? Banjo ist mit dabei, Tom ist dabei, Yul, Hunter Beast, Bezi, Ali, Lars. Let's go.
Hi ihr Lieben, bin nur kurz da, weil mein Kind Konfirmation hat. Daher einen schönen Stream und fette Beute. Gruß René. René, holy. René, eine schöne Konfirmation und schönen Sonntag euch. Nimm doch endlich mal den Bogen mit. Bogen bei der Büffelfahrt, ey. Da bin ich eher bei der King. So. Wer fehlt denn noch? Ich mach mal hier schnell die Anzeige. Multiplayer. Ali ist da, Yu ist da, BC ist da, Benjo fehlt noch mit seinem Quad, Lars fehlt noch irgendwo, Hunter Beast kommt gerade angefangen. Na komm, Benjo, los geht's. Bogen- und Büffelabfahrt, einfach das Beste. Ah, das müsst ihr mir dann mal zeigen, irgendwann bei Gelegenheit. Till, grüß dich. Wenn wir keine finden, dann machen wir es. Und das letzte Wort hat noch gefehlt, zum Glück. Alter, Sonntag 17.30 Uhr, ja. Zum Glück habe ich es nicht ausgesprochen. Okay, wir sind alle. Dann würde ich sagen, wir schmeißen Musik an. Ja, und da alle Hunde mit. Und Abfahrt. Also wie gesagt, ich war lange nicht mehr auf der Büffelabfahrt auf meinem eigenen Server. Mal schauen, was wir hier finden. Die ganze Meute bricht hier los. Denk dran, ja, wenn wir einen Neuner sehen, nicht einfach blind drauf schießen. Bis jetzt ist es ruhig. Zu ruhig. Habe ich schreibt hier, aber also ich sehe hier noch nichts. Ich sehe hier Spuren. Oh, da vorne kommt was. Tom hat einen gefunden. Der ist gar nicht so schlecht. Falls du Anis Abfahrt bewerten willst, jetzt muss ich mich aber zusammenreißen. Die Spuren deuten auf so eine mittelgroß. Müsste eigentlich gleich fallen. Da schießt irgendeiner mit der Armbrust an, der Biss. Der fällt. Oh, da kommt. Oh! Mach ihn weg, Biss! Okay, das waren jetzt aber. Ich hoffe, das war jetzt nur die Vorhut. Oh, Yu ist kaputt gegangen. Ali ist K.O. gegangen. Benjo ist K.O. gegangen. Die haben euch aber ordentlich gegeben. Wir schauen mal weiter. Raphael, grüß dich. So, ab und zu hat man ja so riesen Herden. Das finde ich immer richtig gut, wenn da so eine riesen Büffelherde an einem vorbeizieht.
Also Spuren. Die Spuren sprechen dafür, dass hier jetzt gleich eine ordentliche Herde kommt. Das sind jetzt einige. Reicht zu 3. Lars ist auch K.O. gegangen. Ich bin nicht der Erste, der hops gegangen ist, ey. Muss ich mir im Kalender rot anstreichen. Jo ist vor uns. Vielleicht findet er schon was. Da kommt was, da kommt was. War das alles? Da hätte ich jetzt mir mehr versprochen. Danke fürs Einsammeln, wer auch immer das gerade war. Da muss doch noch mehr kommen. Wo sind wir denn Gras? Okay, wir haben eh noch ein gutes Stück vor uns. Ich schaue einfach noch weiter runter, vielleicht kommt da noch mehr. Spuren sind nach wie vor da, können natürlich auch die sein von eben, die an uns vorbei sind. Ich habe auch schon lange keinen mehr gehört. Kein mehr gehört, der geschossen hat. Aber eigentlich müssten da doch mehr sein. Yu hat wer hier gefunden? Ab zu Yu. Hunter Beast. Pfui. Ups. Bis wir kommen, ist alles weg. Ich sehe keine Umrisse. Ich höre... War das ein Baum oder war das ein Büffel hintern? Lars ist hier ganz leicht am Lecken. Also irgendwie, der Hund macht einen Moonwalk. Irgendwas passt hier nicht. Irgendwas passt hier nicht. Tja, schade. Also ich weiß nicht, sollen wir noch weiter runterfahren? War jetzt so mäßig, hätte ich mal gesagt. War echt mäßig. Also Lars? Sind oben und um uns rum. Aber ich war doch gerade bei euch, oder? Ich war gerade direkt bei dir. Ich meine, ich komme nochmal einfach.
Guck mal meinen Hund an, ey. Noch weiter oben. Sind aber schon weg. Ja, da müssen wir doch zumindest die Spuren jetzt gleich finden. Ich finde echt, echt schade, dass nur 8 Leute auf einen Server kommen. Ja, das wäre witzig, wenn da noch mehr gehen würde, aber es könnte dann auch ein richtiges Chaos werden. Also ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe keine Spuren, keine Büffel. Weit und breit nichts zu sehen. Also ich würde auch sagen, wir fahren jetzt einfach mal noch einen Ticken die Küste entlang und schauen mal, ob uns da noch eine Herde begegnet. Wenn nicht, dann ist es halt so. Sind wir mit den Dance Moves. Allerdings, ey. Ja, immer noch am Tanzen. Also irgendwo wird jetzt gerade geschossen. Bei Lars wird geschossen. Bencho auch. Ich sehe keine Büffel. Auf was schießt ihr denn? Bencho fährt rückwärts. Keine Ahnung. Also ich habe keine Büffel, ich habe keine Spuren. Magnus, grüß dich. So langsam sind wir dann auch schon aus der heißen Zone raus. Paul, grüß dich. Was sind das für Spuren? Ich glaube, das waren nochmal Büffelspuren. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch urzeitabhängig ist. Ich dachte eigentlich, dass die Büffel unten an der Küste immer sind. Unabhängig davon, ob die gerade trinken, ruhen oder sonst irgendwas. Aber vielleicht muss man auch eine gewisse Uhrzeit trotzdem einhalten, weil ich habe es echt manchmal, dass da super viele sind. Und manchmal ist es so wie heute, dass irgendwie gar nichts geht. Vielleicht sind die gerade irgendwo anders auf der Karte. Uhr ist es gerade in-game. Charlie, grüß dich. Also hier ist nochmal eine Büffelspur. Eine. Tom, wie sieht's bei dir denn aus? Kann sein, dass wir gerade welche zwischen uns haben. Wir werden es gleich merken. Simbei. Kurzzeit ist suboptimal. Okay. Wahrscheinlich dann zu den Trinkzeiten am besten, oder? Ich weiß gar nicht, wann die trinken, aber... Aber hier geht echt gar nichts. 9 bis 10 maximal. Ah, okay. Probieren wir dann beim nächsten Mal aus. Nächstes Mal stellen wir dann auf jeden Fall auf Vormittag. Vielleicht klappt es dann besser. Tom, auf was? Siehst du was, was ich nicht sehe? Oh, das ist ein kaputtes Quad. Da rennt ein Maultierhirsch, glaube ich. Oh shit. Tja. Gott sei Dank. Da unten immer zu den Trinkzeiten, ne? Okay. Adriano, hau rein. Meiner auch, Backfisch. Meiner macht auch ordentlich Sidewalk eigentlich, muss man sagen. Aber dann probieren wir das nächste Mal zu den Trinkzeiten in der Früh. Vielleicht geht dann da mehr.
Und dann mit dem Bogen. Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich schon? Wir sind jetzt eigentlich schon fast zu weit, hätte ich gesagt. Hier sind auch keine Spuren mehr. Naja. Machst du heute noch einen neuen Server? Nee, wir sind jetzt eigentlich auch am Ende. Büffelabfahrt ist immer der Abschluss vom Stream eigentlich. War jetzt heute keine große Herde, wie gesagt. Wir probieren das nächste Mal einfach aus zu den Trinkzeiten und schauen mal, ob uns da dann so eine fette Herde begegnet. Da bin ich sehr gespannt. Quad ist jetzt eh kaputt. Quad ist eh kaputt. Wir schauen jetzt mal nochmal kurz in Discord rein. So, wie sieht's denn aus mit der Dia-Reise? Letzte Etappe. Es hat ja super krass angefangen. Direkt zu Beginn. Drei Tiere. Jetzt hat's ein bisschen stagniert, würde ich sagen. Also die Ente liegt, der Grizzlybär liegt und das Bison liegt. Der Rest fehlt noch. Oder? Ich hab's verpasst. Ne, genau. Die drei Tiere sind's. Der Rest fehlt noch. Das hätte ich gedacht. Ich habe fast gedacht, wir werden im Stream noch fertig. Aber ging dann doch nicht so schnell. Lecker Kuchen hast du da. Ja, den werde ich mir jetzt gleich noch reinhauen. Ja, letzte Etappe der Dia-Reise. Haltet euch ran, Jungs und Mädels. Ich bin mir sicher, es wird noch klappen. Jetzt isst doch mal dein Kuchen. Ich hau ihn mir gleich so richtig rein, Stulle. Kannst du nochmal auf dem Discord die Regeln der Foto-Challenges überarbeiten? Mache ich jetzt gleich, Benjo. Mache ich jetzt gleich. Ja, ich bin gespannt, wann Yukon Valley auch liegt. War der letzte Stream jetzt erstmal zur Dia-Reise. Wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon gesagt. Ich habe es im Video im Kleinen gezeigt. Mir hat es ultra viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig, richtig cool mit euch zusammen, Woche für Woche durch die Welt zu ziehen und eine Map nach der anderen klar zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass es so schnell geht. Die erste Etappe Hirschfelden, da war ich am aufgeregtesten oder am unsichersten. Da waren wir, glaube ich, so knapp 100 Leute bei der Dia-Reise. Und ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür. Klappt es nicht. Eine Woche lang. Ich dachte zum Beispiel, dass der Rotfuchs viel länger dauert. Und wir haben, glaube ich, Hirschfelden in ungefähr 24 Stunden platt gemacht. Und ich dachte mir, holy moly, wie das wohl weitergeht. Und es ist genauso weitergegangen. Wir haben einfach eine Map nach der anderen leergeräumt. Medved war die beste Map. Ich glaube, Medved hat auch am längsten gedauert. Die Schweine haben uns da ziemlich lang aufgehalten. Ich glaube, Medved war das härteste. Wie sieht's aus mit dem zweiten Hinweis für die neue Map? Habt ihr schon gefunden? Nein, haben wir noch nicht gefunden. Sobald es da Neuigkeiten gibt, wird man das auf jeden Fall bekannt geben. Tschüss, schönen Abend noch. War echt super mit der Dia-Reise. Justus, vielen, vielen Dank. Freut mich, dass dir gefallen hat. Schweinetrauma. Und Grünstich. Ja, genau. Schweinetrauma und Grünstich. Das war Medved Tiger. Sebastian, haut noch einen Sticker raus, ey. Sebastian, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Mega. Benjo, danke für deine Mühen. Sehr gerne. Danke euch allen. Wie gesagt, ich fand's großartig. War richtig gut. Ich wünsche euch allen noch ein super restlanges Wochenende. Raigo, hau rein. Maxi, ciao, ciao. Die Reise war mega cool. Danke dir, Cat. Ja, ich würde sagen, wenn wir die hinter uns haben, dann haben wir uns auch erstmal ein bisschen Urlaub verdient. Schönes Wochenende. Trauma hatte ich auch, aber noch kein Nachtsichtglas. Also eher grauer Star. Ja, kann ich nachvollziehen. Die Reise war der Hammer. Stulle, danke dir. Wann ist das nächste Mal Stream? Weiß ich noch nicht. Ich sag dann auf YouTube und auf Discord Bescheid. Neue Folge Ranch Simulator bin ich gerade dabei zu drehen. Wenn ich es schaffe, kommt die nächste Woche raus. Kann ich aber noch nicht versprechen.
Nee, Meter ist fast ein. Ein? Ein? Schönen Samstag, cooler Stream. Ahoi, Sebastian, wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Ein bisschen, ein bisschen sentimental. Ja, ich habe es mir auch gedacht. Ich hatte tatsächlich, als ich den Trailer gedreht habe und so, ich habe mir gedacht, es war halt schon cool. Man hat sich irgendwie jede Woche drauf gefreut. Und hat einfach irgendwie Spaß gemacht. War immer wieder aufs Neue spannend. Ich fand es auch immer spannend zu überlegen, welches Tier wird wohl am längsten dauern, welches geht am schnellsten und so. Adriano, hau rein. Freue mich schon auf das nächste Projekt. Ja, wie gesagt, also ich habe ein paar im Kopf. Ich muss nur gucken, wann ich es schaffe. Alles Gute für den großen Tag, Fabian. Vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank. Morgen fallen die 4000. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade stehen, aber ich fasse es irgendwie noch irgendwie immer alles noch gar nicht, dass da jetzt irgendwie dann fast schon 4000 stehen. Verrückt. Das ist gerade ein bisschen emotional. Kleines bisschen. Welche Map? 3059? Oh shit, ey. Krass. Ich kann noch. Wir können es noch auf die Spitze treiben. Was fandet ihr denn? Welche Map hat euch am meisten Spaß gemacht bei der Tierreise? Und welche hättet ihr am Anfang gesagt, ist die schwerste? Ich esse jetzt noch ein bisschen Kuchen mit euch. Medved und Medved. Kit, okay. Yukon overall. Oh, ein richtiger Yukon-Fan. Kannst ja noch ein paar Dias sind da noch übrig. Hirschfelden. Genau, also ich hätte jetzt gesagt, Medved, dachte ich, ist am schwierigsten. Danach Hirschfelden. Silverage Peaks hat am meisten Spaß gemacht und ich dachte, Hirsch wird am schwierigsten. Silverage Peaks fand ich auch sehr cool. Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte gedacht, Hirschfelden dauert viel länger. War sehr überrascht, dass es so schnell ging. Alter, ja. Das meinte ich. Da waren wir auch noch nicht so viele. Also da waren wir ein Drittel von dem, was wir jetzt sind. Und dafür hatten wir es echt super schnell durch. Auch gerade, ich dachte halt, Hirschfelden, der Rotfuchs, wird richtig lange dauern. Aber der war super schnell am Boden. Avaroa fand ich auch geil. Oh ja, Avaroa war natürlich so ein bisschen mein persönliches Highlight mit dem 5er Diadamhirsch. Hat mich schon auch ein bisschen fertig gemacht. Werde heute eine Nachtschicht einlegen, habe erst ein Dia, mal sehen, was noch kommt. Aleritus, ich drück dir die Daumen. Ich drück dir echt die Daumen. Ich hoffe, du findest was Schönes. Fand tatsächlich Savanne am schönsten, weil ich dich da zum ersten Mal live erleben konnte. Nimeda! Savanne? In der Hitze der Savanne, ey. Holy. Tervaroa war auch wirklich geil. Der Bus, stimmt. Der Bus war Medved Tiger. Aber wir haben echt viel erlebt, muss ich sagen. Wir haben echt viel erlebt, finde ich. Ich hoffe, ihr hört mich nicht schmatzen. Was natürlich auch, was heißt negativ, Highlight war, aber nix. Great One hätte natürlich super gut gepasst zur Leighton Lake Woche, wenn er sich den da nach 8000 Weißwedeln geholt hätte. Das wäre schon der Hammer gewesen. Ich habe meinen Grizzly, den ich heute Mittag gefunden habe, also schon Erfolg für mich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Andal, grüß dich. Hätte Hirschfelden am schwierigsten eingeschätzt? Ich muss mal gucken. Was sagt denn der Discord eigentlich? Wer hat 8000 Weißwedel? Ich glaube, Nick der Hunter hat 8000. Medved ist schwer und Savanne ist gar nicht so meins. Ja, das ist das. Deswegen, das ist auch immer super schwierig, wenn die Fragen kommen, welche Map ist die beste, welche Map ist die schönste und so. Das ist halt super Geschmackssache einfach. Von
von allen Tieren, wenn ihr euch jetzt überlegt, alle Tiere im Spiel, wo hättet ihr da gedacht, welches Tier ist von allen das schwerste? Von allen Maps? Jonas, hau rein. Fuchs, Luchs, oh stimmt, Luchs ist auch richtig schwer. Einer der drei Hasen. Ja, bei den Hasen war ich auch super überrascht, dass die so schnell gehen. Also bei den Hasen war ich mir fast sicher, dass das ein paar Tage dauert bei manchen, aber habt ihr alle weggemacht. Reh? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange Rehe immer gedauert haben. Ich hätte jetzt gesagt, der Schakal auf in der Savanne, Schakal ist auch recht schwierig. Fuchs und Luchs. Und die Hasen hätte ich auch ganz oben eingeschätzt. Hab erst Medved wegen der Tierreise zu lieben angefangen. Hätte geschätzt, Hirschfelden wäre am schwierigsten gewesen. Definitiv der Luchs. Ja. Schakal oder Löwe, meint Roman. Löwe hat sich, glaube ich, Cat geholt. Moschus ist auch, stimmt. Also sind echt ein paar Tiere drin, die, wo ich super überrascht war, dass die dann doch so schnell gefallen sind. Hätte nicht gedacht, dass Elche so ewig dauern. Hätte ich auch gedacht. Insgesamt bin ich ein bisschen überrascht, dass jetzt während dem Stream nicht doch mehr Tiere gefallen sind. Mal gucken. Stellt euch vor, letzte Etappe und wir schaffen es nicht, ey. Dann können wir von vorne anfangen. Ich habe den Löwen geholt aus Zufall. Ja, genau, kann ich mich dran erinnern. Likes. Glückwunsch. Oh, danke dir. Freut mich. Freut mich echt. Alle nicht mehr jagen. Nein. Es gibt da keinen von vorne anfangen. Wenn wir es nicht geschafft haben, dann haben wir es nicht geschafft. Dann ist vorbei. Das muss gehen, ey. Wenn wir das nicht schaffen. Letzte Etappe. Müssen wir jetzt durchziehen. Wie viele Dias hast du jetzt eigentlich insgesamt? Boah. Bei mir hat es halt die Statistik zerhauen. Deswegen kann ich es dir nicht sicher sagen. Es waren 39, bevor dieser Statistik-Bug kam. Und dann habe ich vielleicht noch zwei oder drei gelegt, glaube ich. Rixi, grüß dich. Hey, hey. Sind gerade am Ende machen, leider. Tut mir leid. Und auch nur, weil ich in die eine Richtung geguckt habe. Ja, manchmal ist es so ein Zufall. Mach's gut, Andi. Ich muss meinen Sohn ins Bett bringen. Danach hole ich mir den Fuchs. Nimeda, hau rein. Gute Nacht an den Sohnemann. Schönes Restwochenende. Und viel Erfolg beim Fuchs. Bin ich der Einzige, der einen albino-männlichen Löwe hat? Nick, der Hunter hat auf jeden Fall auch einen. Den habe ich schon gesehen. Fünfer Mela Maultierhirsch gehabt. Leider konnte ich den nicht einsammeln. Gibt es Maultierhirschen in Mela? Naja. Heute Abend Nachtschicht, bis alle Dias liegen. Ich schaue später auf jeden Fall nochmal rein ins Discord, was jetzt Stand der Dinge ist. Aber ich zähle auf euch, ey. Ich zähle auf euch. Hab auch Meta Mauli. Oh, die sehen bestimmt ja stark aus dann, oder? Ich finde, die gescheckt sehen die auch sehr gut aus. Wolfgang, einen wunderschönen guten Abend und ein freundliches Hallo an den Stream. Wolfgang, grüß dich. Wir sind leider gerade schon am zu Ende machen. Foto-Challenge kann man abstimmen. Oh, muss ich auch gleich noch machen. Was ist das seltenste Tier? Außer Great One. Albino-Löwe ist ziemlich selten. Mela-Rothirsch ist ziemlich selten, würde ich mal sagen. Wir sind etwas im Kanal. Dann schaue ich gleich zu euch runter. Es waren sehr schöne Wochen. Benjo, die perfekten Abschiedsworte. Vielen Dank euch allen nochmal für eine unfassbar geile Dia-Reise. War ultra nice. Ich wünsche euch jetzt allen ein super schönes Restwochenende. Ein langes Restwochenende. Genau. Wann der nächste Stream kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich sage aber auf Discord Bescheid. Wie gesagt, es kann theoretisch jeden Moment soweit sein. Ich sage aber auch da nochmal Bescheid. Und ja, ich wünsche euch das Beste. Vielen Dank fürs Mitmachen.
für eine super coole Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.